Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Kulturtalk. Mein Gast ist jemand, den man hier in der Region noch nicht so wahnsinnig gut kennt, aber das ändern wir jetzt gerade. Penelope Athena. Genau. Wie kommt man, darf ich gerne mal fragen, wie kommt man auf so einen Namen? Also es klingt recht aus der Fremde, aber du bist auch von Zürich. Ja, ich bin von Zürich. Meine Eltern haben mir den Namen gegeben bei der Geburt. Was ist mein richtiger Name? Penelope Athena. Und ja, den nehme ich auch als Künstlernamen. Ja. Ja, andere müssen lange überlegen und du hast ihn einfach gerade frei ausgekriegt, oder? Ja, ich denke, ich fühle mich auch angesprochen, wenn mir jemand so sagt, oder? Als wenn ich da irgendwie einen ganz anderen Namen habe, wo ich mich zuerst daran gewöhnen muss, dass das ja ich bin. Und dann habe ich einfach den richtigen Namen gerade behalten. Ich habe ein bisschen in deine Musik reingelassen und ich finde es mega schwierig zu einordnen, was du für Musik machst. Also, wir haben jetzt heute und gestern auch schon ein paar Gäste gehabt und dann, bei denen weiss man immer genau, ja, die sind im Mundartbereich daheim, die machen nur das. Aber bei dir gibt es sehr experimentelle Sachen, dann gibt es Reggae, wo du machst, World Music. Genau. Wäre es dir jetzt langweilig, um immer den gleichen Stil zu machen, in dem Fall? Ja, definitiv. Also, ich bin manchmal immer so ein bisschen Herausforderungen braucht und gerne neue Sachen entdeckt. Und ja, das ist genau das Richtige für mich, also so ein bisschen verschiedene Genres und man lernt mega viel dazu. Also genau, wenn man in verschiedene Stile geht, ist mega gut eigentlich, ja. Gut. Also kann man, wenn du Musiker triffst, die dich inspiriert, dann könnte es sein, dass es in ein, zwei Monaten auch ein Lied gibt in dem Genre oder gibt es jetzt ein Genre, wo du findest, ja, nein, das würde jetzt, in die Richtung würde ich jetzt nicht gehen? Nein, es gibt wirklich gar nicht, wo ich würde sagen, nein, das mache ich nicht. Ich habe sogar mal ein Lied gemacht, das gemischt ist mit Opern, aber ich habe es nie veröffentlicht. Ich weiß auch nicht wieso. Also ich würde denken, alles machen, alles. Aber, wie soll ich sagen, also es hat schon ein bisschen so Inspirationen. Zum Beispiel im Moment ist ja das relativ, wenn die Radios los ist, du hörst ja viel so Reggaeton-Sachen und so. Das hat mich dann schon auch inspiriert, auch so einen Song zu machen. So etwas Sommerliches, ja, oder? Ja, so Spanisch. du sprichst das gerade an. So eben mit der Sprache bist du da auch so relativ flexibel, in dem Fall. Ja, also ich kann zwar nicht alle Sprachen gut reden, da kann ich gar nicht reden, aber zum Song umschreiben hat es mir nicht gelangt. Google Translate, nein. Ja, und ich habe einen Bruder, der mir hilft beim Schreiben und er kommt da ziemlich gut raus mit Sprachen und dann ist das möglich zu machen, ja. Mhm. Wie sieht jetzt der Prozess aus, wenn du so eine Idee hast, zum einen Song zu schreiben? Nimmst du da Gitarre führen oder das Klavier oder setzt du dich vor den Computer? Wie sieht das aus? Ich mache alles am Computer, also ich kann keine Gitarre spielen, leider. Und ich mache alles am Computer im Programm. Und dann ist das Keyboard, das kleine Keyboard, und dann kannst du jeden Ton machen. Du kannst auch Drums und so mit dem spielen, du kannst alles machen. Und ja, so ein bisschen. So nächtenweise am Tüfteln, genau, quasi. Ja, das hast du richtig gesagt, nächtenweise. Ja. Dann am Morgen voll kaputt. Mhm. Jetzt wäre eigentlich im Juni dein erstes Soloalbum gekommen und dann ist noch etwas dazwischen gekommen, quasi. Hast du gefunden, wegen Corona, jetzt warte ich noch, oder wieso hast du es nicht rausgegeben? Also das Release-Datum wäre ja am 6.6. geplant gewesen. Und dann ist halt Corona gekommen und dann hat man kein Konzert mehr dürfen machen und man hat nicht gewusst, wie lange. Und das wäre nicht gegangen. Also es war eigentlich eine gute Entscheidung gewesen, dass man das auf später versetzt hat. Jetzt ist es am 30. Oktober, wo ich das Album release. Und das ist schon gut so. Ja. Mhm. Also ist es dir auch wichtig, dass man es dann halt bewerben kann mit Live-Konzerten oder halt auch wirklich unter die Leute geht und den direkten Kontakt zu den Leuten halt hat, oder? Ja, genau. Also es gibt auch Plattentaufe, dann CD-Taufe dazu. Und das wäre halt schon schön, wenn eben wegen dem Corona, dass dann auch die Leute kommen können. Und bis jetzt sieht es ja gut aus. Mal schauen, dass es so bleibt. Das erste Album. Wie viele Songs hast du gemacht? Was für Songs hast du gemacht? Kann man sagen, so, dann habe ich Ska, dann habe ich Reggae, dann habe ich das, dann habe ich Metal, dann habe ich Jazz, dann habe ich das. Oder wie würdest du jetzt dein Debüt beschreiben?
Also, es ist eigentlich Querbeet. Darum habe ich das Album auch so getauft. Querbeet, weil es hat von jedem etwas, wie du sagst. Und es sind, ich habe jetzt, in den letzten 3 Jahren habe ich 29 Songs produziert, die ich veröffentlichen werde. Von denen. Also sonst habe ich eigentlich mitgemacht, aber die 29 sind die, die ich finde, mal. Die sind okay. Und ja, die kommen, also es kommen 12 aufs erste Album und nachher mache ich nochmal eins oder zwei. Ah, okay. Ich habe jetzt gedacht, so 29 Album. Ist ein bisschen viel, oder? Ich werde es aufteilen. Wenn es ein paar Punk-Rock-Songs darunter hat, dann geht es vielleicht schon von 15 her. Aber sonst ist es so, ja. Und wie teilst du die auf? Also, ja, hast ja alle im gleichen Prozess gemacht. Ja. Sie gehören ja ein bisschen wie zusammen, oder? Ja, wobei, ich muss schon sagen, am Anfang hatte ich schon noch ein anderes Stil gehabt. Mittlerweile ist das extrem elektropop-lastig geworden. Also ich merke irgendwie, die letzten Songs, die ich gemacht habe, sind extrem elektropop-mässig gekommen. Und da kann man das schon so gut machen, dass das gut aufgeht. Zuerst mal 12 Songs aufs erste Album, dann ein bisschen Konzert machen und dann kommt irgendwann das zweite Album. Ja. Also kristallisiert sich doch noch irgendwie so ein bisschen richtig aus, wo du gerne hast, oder? Ja, oder gerne. Musik machst. Ja, das Problem ist, aber ich mache wirklich alles gerne. Aber ich glaube einfach, dass ich in dem Moment einfach auf das drauf raus bin. Also wenn ich vor dem PC kann produzieren, dann überlege ich nicht, ich mache jetzt einen Reggae-Song oder ich mache jetzt einen Hip-Hop-Song oder sonst irgendetwas, sondern ich fange einfach an. Und so, wie ich mich gerade fühle, das kommt halt. Und vielleicht habe ich auch in der letzten Zeit viel Elektropop gefühlt. Und dann sind halt so Sachen entstanden. Du bist ja von Zürich und wir sind ja hier in Graubünden. Ja. Wie erlebst du die Musikszene in Graubünden? Also, kennst du da jemanden? Hast du da schon mit Leuten Kontakt gehabt? Ja, ja, ich habe mit dem Dario Hess habe ich schon mal ein Projekt gestartet. Sind dann aber auseinander, wenn man das so kann sagen kann. Also, wir haben immer noch Kontakt und so, aber einfach von Musik weg haben wir uns dann eigentlich getrennt gehabt und unser Solo-Projekt gestartet. Und ja, ich kenne noch das Open Air Lumnezia, das ist auch immer da in der Nähe. Ja, schon in der Nähe, ja. Also, das ist schon noch ein bisschen weiter von hinten, ja. Ich habe es noch nie gesehen, aber ich wollte mal gehen. Ja. Also, wenn glaube alle mal spielen, glaube ich, in ihrer Karriere, das wäre schon noch cool, ja. Wenn du auftritt, ist, vielleicht, wenn es dann wieder losgeht, hast du eine Band im Hintergrund oder machst du das alles komplett allein? Ja, ich habe seit jetzt fast 2 Jahren eine Band, wo ich live auftritte. Das ist einfach ganz anders, als wenn du alleine mit dem Playback auf der Bühne stehst. Also, es gibt so ein bisschen Leben in die Show rein. Hat auch ganz eine andere Energie in mir. Ja, voll. Ja, es ist wieder gut. Ja. Super Band, ja. Ja, sind wir gut, ja. Ja. Nein, super. Ich danke vielmals für den Besuch. Danke dir. Und bin mega gespannt. Die CD schickt mir die unbedingt. Das, ja, das ich habe gerne Platte drauf in dem Box. Danke vielmals. Danke dir. Alles Gute mit der Platte. Ja, das war schon mit dem Kulturtalk mit der Penelope Athena. Checken Sie aus. Facebook, MX3, Instagram, Twitter ist auch. Nein, Twitter hat niemand mehr. Okay. Checken Sie aus, Sie finden sie schon. Das ist, ja, es bleibt spannend. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis bald.